So, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teststream. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgewerkelt und das Internet ist auch etwas besser geworden, sodass die Bitrate nun bei 3500 liegt und wir uns wiederum bei Full HD und 60 FPS befinden. Was ich aber auch mal noch ausprobieren kann, ist im Prinzip, dass ich nicht Full HD streame, sondern nur HD und dort aber auch 60 FPS, weil der Vorteil ist einfach hier jetzt gerade bei schnellen Bewegungen, ihr seht es, das Bild wird dann gerne mal unscharf und bei 720p ist es halt dann so mit einer höheren Bitrate, da kann das Bild dann noch relativ scharf gehalten werden. Des Weiteren könnt ihr jetzt auch erkennen, vor allem jetzt, wo ich mal still stehe, dass im Prinzip das Bild dann nacheinander immer schärfer wird. Und in dem Video heute soll es einfach darum gehen, als erstes mal die Größe der Facecam zu bestimmen. Ich habe jetzt hier mal verschiedene Farbquellen im Hintergrund, wie man sehen kann. Und aktuell sind wir auf einer Facecam-Größe von Lila, ne? Also wenn ich jetzt mal meine Arme ausstrecke, das ist genau diese Abmessung. Und ihr sollt dann einfach am rechten oberen Bildschirmrand. Dort findet ihr jeweils immer das i und über dieses i könnt ihr dann an den entsprechenden Umfragen teilnehmen. Ich werde das auch passgenau einfügen, sodass dann immer, wenn ich sage, jetzt kommt eine Umfrage, dass ihr die dann dort oben ausfüllen könnt. Ihr könnt euch aber natürlich auch das Video erst einmal komplett anschauen und dann am Ende alle Umfragen ganz bequem bearbeiten, indem ihr, wie gesagt, rechts oben das i einfach anklickt. Genau, die erste Umfrage wäre, welche Facecam-Größe wollt ihr haben? Ja, also ich blende jetzt mal rot aus, Quatsch, lila aus und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt im roten Bereich. Das heißt, ich blende nochmal die Farbquellen alle aus, laufe damit nochmal ein kleines bisschen rum. So wäre die Facecam im Prinzip kleiner. Man kann natürlich auch sagen, okay, die Facecam muss jetzt nicht so breit sein, aber manchmal ist es nicht ganz schlecht. Gerade wenn ich mich jetzt zurücklehne, dann ist das zumindest stuhlbreit. Müsst ihr mir jetzt halt glauben. Ich bin jetzt hier gerade auf der Lehne, um es genau zu sagen. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Und jetzt blende ich die Farbquellen nochmal ein und wir gehen einen Schritt kleiner und zwar grün. Grün ist dann schon relativ klein, wie ihr sehen könnt. Ich blende die Farbquellen wieder aus, laufe da ein bisschen rum. Man sieht natürlich mehr von DSO und tut mir aber auch einen Gefallen und guckt euch das Ganze mal am Handy an, ja? Also wir haben unterschiedliche Zuschauer mit unterschiedlichen Handy-Display-Größen und da ist es vor allem auch wichtig, okay, erscheint die Facecam noch groß genug oder ist sie zu klein? Noch dazu, schaut euch generell mal den Stream an, kann man die ganzen Sachen gut lesen, welche Musik wird gerade gespielt, welches Spiel, wer ist der letzte Donator gewesen, kann man das an der Wand gut lesen, gut, daran kann ich jetzt nicht viel ändern. Aber zumindest, dass die ganzen Anzeigen klar sind. Von vornherein draußen wäre für mich die letzte, die weiße Anzeige, weil die ist wirklich schon etwas happig, ne? Von den Maßen her. Klar, man sieht noch mal mehr, man sieht jetzt auch den Rückruf, aber ich finde, es reicht, wenn man bei einer Facecam wirklich das Leben noch mitsieht, also die nächstgrößere Variante. Die noch größere Variante, die war ja jetzt so groß. Und dann haben wir ja noch die letztgrößere, also die am größten ist. Da ist natürlich das Leben dann komplett verdeckt. Aber wie ich auch schon erwähnt hat in einem der letzten Videos, es ist absolut egal. Wir können für unterschiedliche Spiele unterschiedliche Facecam-Größen machen. In dem einen Spiel hat man einfach mehr Platz. Man hat dann wirklich Freiraum unten, wo man sagen kann, okay, dort kann die Facecam auch gerne mal größer sein. Und gerade in DSO, ja, man kann die Facecam auch zum Beispiel mittig platzieren, weil die Skills eh egal sind, ja. Ich weiß, wo meine Skills sind. Ich sehe sie auch selber. Die Zuschauer müssen diese nicht unbedingt sehen. Das ist halt eine Sache, eine Auslegungssache. Also schreibt da gerne auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr davon haltet, wo ihr die Facecam positionieren wollen würdet. Und beantwortet, wie gesagt, aus eurer Perspektive rechts oben die Umfrage.
Ein nächstes Thema wäre die Qualität des Videos. Das konntet ihr jetzt schon relativ gut mittelmäßig gesehen feststellen. Ich gehe jetzt mal die große Wüste auf Infernal 2 rein, weil ich gleichzeitig noch Dattelpalmsaft farmen möchte und auch die Schlüssel. Und da werde ich jetzt einfach ein bisschen Mobs killen, sodass ihr auch einen Eindruck erhaltet, okay, wie sieht's denn aus, wenn jetzt hier Fighting-Szenen da sind? Wie flüssig läuft das Ganze noch? Und das könnt ihr dann auch wieder rechts oben gerne abstimmen, was ihr denn davon haltet. Also ob die Qualität gut ist, ob ich noch irgendwie was anderes probieren soll. Also gerade die Option mit mal auf 720 Pixel streamen, weil meiner Meinung nach ist es dann wirklich so, dass der Stream auch mehr Zeit hat, um das Ganze entsprechend. Es ist halt einfach nicht so eine große Pixeldichte, ja. Und das hat schon immense Vorteile. Gerade jetzt bei einer Full-HD-Auflösung, da sprechen wir ja von ungefähr 2 Millionen Pixel, wenn ich mich recht entsinne. Genau, 2 Millionen Pixel und bei einer Full-HD-Auflösung sind wir bei 1280 mal 720 Pixel. Das sind halt 921.000, also schon mal 1,1 Millionen Pixel weniger, die dargestellt werden müssen. Und somit kann das dann auch bei der gleichen Hochladerate natürlich wesentlich schärfer sein. Ja, die dritte Sache ist ein Wochentag für die Livestreams. Bisher hatten wir meistens meines Erachtens nach Freitagabends gemacht. Natürlich besteht auch noch Samstagabends die Möglichkeit oder zum Beispiel Sonntagnachmittags. Also wir können auch gerne nachmittags in Erwägung ziehen. Das hängt halt davon ab, was ihr wollt. Wobei ich auch mal davon ausgehe, dass viele am Wochenende gerade vor allem tagsüber und nachmittags eher unterwegs sind und wahrscheinlich eher abends zu Hause sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder Leute, die mal feiern gehen auf Partys oder um die Häuser ziehen und da kommt es natürlich dann auch vor, dass abends eher schlecht ist, ja. Aber man muss sich halt auf eine Zeit festlegen, sodass vielleicht mal jemand, der an einem Samstagabend oder nachmittags nicht da ist, dann halt am nächsten Samstag weiß, okay, ja, da kommt dann wieder ein Stream und darauf muss er sich dann halt einstellen, wenn er auch mal einen Livestream anschauen möchte. Also wieder oben rechts gerne abstimmen, wann ein Livestream stattfinden soll. Die Umfragen sind immer auf Englisch, weil ja, das hat halt einfach den Vorteil, dass auch die englischsprachigen Zuschauer einfach sagen können, was sie konkret denken. Als letzte Umfrage bzw. als letzte Sache würde ich noch einmal über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten reden. Da hatte ich in einem der letzten Videos schon erwähnt, dass ihr im Prinzip ein Kanalabo abschließen könnt, was 5 € im Monat kostet und euch, naja, ich muss selber zugeben, nicht allzu viele Vorteile bietet. Ihr könnt natürlich auch über Tippi streamen. Da habe ich ja eine eingerichtete Seite. Dort rüber könnt ihr donaten via PayPal, via PaySafe Card, Kreditkarte, alles Mögliche geht dort. Ich glaube, 6 verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Aber gerade weil ich jetzt letztens ein anderes Video geschaut hatte von einem anderen YouTuber, dort hat jemand in die Kommentare geschrieben, ja, warum machst du das nicht mit, also zu dem YouTuber im Prinzip, warum machst du das nicht mit der Amazon Affiliate App, die jemand gemacht hat, beziehungsweise nicht App, sondern Erweiterung für den Browser. Dass es Amazon Affiliate Links gibt, das weiß ich ja. Bin ja selber so gesehen Amazon Partner auf dieser Ebene. Hab ja auch selber in der Beschreibung unten Links verlinkt. Zumindest meine Produkte, die sind auf einer Website. Und wenn ihr dort die Links anklickt und bei Amazon dann ein Produkt kauft, dann kriege ich irgendwie 4% vom Kaufpreis, ja. Es gibt jetzt aber eine viel bessere Alternative.
Und dafür wechsle ich mal in den Browser. Als erstes gucken wir mal bei Chrome rein. Wenn ihr im Chrome Web Store seid und dort findet ihr die Erweiterungen, die es für Chrome gibt, dann findet ihr hier einen Content Creator Amazon Affiliate. Und wenn ihr da auf Hinzufügen klickt und hier nochmal auf Erweiterung hinzufügen, dann fügt ihr die ganz einfach hinzu und die ist dann auch da. Wir gucken mal kurz auf meine Tracking-ID. Davon habe ich zwei Stück. Das war einmal The Gothic Freak Let's Play 21 und ich habe eine neue angelegt, Zardas LP 21. Ja, die solltet ihr euch einfach merken, kopieren und dann könnt ihr, da muss ich jetzt aus dem Vollbildmodus rausgehen, könnt ihr bei der Erweiterung, das ist die da oben in dem Falle, die Content Creator Amazon Affiliate, dort könnt ihr einfach draufklicken. Okay, das war jetzt hier eine Verlinkung an der Stelle. Einfach einen Linksklick drauf machen. Ihr stellt ein, dass ihr über die deutschsprachige Amazon-Seite einkauft. Falls ihr mal woanders einkauft, ihr könnt überall meine Affiliate-ID, die ich momentan habe, mit der 21 am Ende, die gilt nur für Amazon.de. Ja, und dann schreibt ihr halt hier, was weiß ich, irgendeinen Namen rein. Chris oder Zardas oder wie ihr denjenigen halt benennen wollt, packt die Affiliate-ID dahinter, klickt auf das Plus und wenn ihr jetzt ganz einfach hier müsst ihr dann wirklich auf diesen Link klicken, Jump, na? Und dann müsst ihr darauf achten, dass hier oben Amazon.de Tag Zardas LP 21 steht. Und wenn ihr jetzt irgendwas einkauft von irgendwelchen Produkten, nehmen wir einfach mal hier den Laptop. Wenn ihr den dann einkauft, dann bezahlt ihr haargenau den gleichen Preis. Ihr werdet ganz normal immerhin weiter 349 Euro bezahlen. Nur, dass im Prinzip hier oben, seht ihr ja, dass jetzt so blau leuchtet. Und da meine ID von dem Amazon Affiliate dahinter steht. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zum Firefox zu sprechen. Im Firefox gibt's die App genauso. Die heißt auch Content Creator Amazon Affiliate. Wenn ihr die wiederum hinzufügt, wird euch nochmal hier gesagt, okay, auf was kann die zugreifen? Da klickt ihr auf OK. Und wenn wir dann mal schauen, dann ist die auch da oben drin. Dort schreibt er dann auch einfach wieder Zardas und packt die Affiliate-ID rein und auch hier einfach auf dieses Jump klicken und dann über diesen Link, wie er hier oben drin steht, einfach einkaufen. Und das ist wirklich eine Sache, da muss ich sagen, das ist wunderbar, weil fast jeder von euch wird mal bei Amazon irgendwas einkaufen. Und gerade wenn ich daran denke, ihr kauft euch zum Beispiel einen neuen Laptop, einen neuen PC, ihr kauft euch Hardware, die teilweise teuer ist, dann ist das wirklich schon was Cooles. Klar, wenn ihr jetzt für 10 Euro was einkauft bei Amazon, dann sind das ein paar Centbeträge, die mir dann am Ende gutgeschrieben werden. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr wirklich für 300, 500 oder lass es mal 1000 Euro sein, was kauft, dann hat das schon enorme Vorteile. Und ein weiterer Vorteil ist, ihr könnt auch andere IDs verlinken. Also wenn ihr Gronkh oder irgendjemand auf YouTube, den ihr gerne schaut, unterstützen wollt, checkt einfach mal den ihre Beschreibungen ab, ob dort ein Affiliate-Link zur Verfügung steht. Und dann könnt ihr diese auch unterstützen. Ihr könnt dort wirklich mehrere Links hinterlegen. Die Erweiterung scheint immer auf euer Amazon zuzugreifen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ihr auf diesen Jump-Link klicken müsst, aber wenn ihr im Zweifelfall klickt auf jeden Fall drauf, weil dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Noch was zum Datenschutz. Ich kann im Nachhinein sehen, bei welchem Produkt ich im Prinzip eine gewisse Prozentzahl erhalten habe, aber das steht dann nicht dort per Vorname, Nachname, Wohnort hat an folgenden Tag bei dir das und das Produkt gekauft oder bei Amazon das und das Produkt gekauft. Also ich kann schlicht und ergreifend nicht sehen, welcher Zuschauer das Produkt gekauft hat. Das ist nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Also egal, was ihr euch da kauft, das ist mir relativ wurscht. Ich kann es am Ende sowieso nicht sehen. Ich sehe zwar, okay, 20 Leute haben jetzt diese Produkte da gekauft, aber ich sehe halt nicht, wer
unter welchem Namen, unter welcher Anschrift, Postleitzahl und sonst was das gekauft hat. Also der Datenschutz ist grundsätzlich vorhanden. Und damit könnt ihr so gesehen wieder oben rechts abstimmen für die Unterstützung per Amazon. Das wäre meine vierte Umfrage. Und damit würde ich mich natürlich erst einmal recht herzlich von euch verabschieden. Und gleich noch ganz kurz vorweg. Wahrscheinlich wird dann jetzt auch am Wochenende schon einmal ein Stream kommen. Je nachdem, wie die Umfrage aussieht, je nachdem, wie viele Leute jetzt dran teilnehmen. Ich meine, es ist jetzt Donnerstag. Okay, Freitag ist auch mit in der Umfrage dabei. Wahrscheinlich wird es aber eh Samstag werden. Da ist jetzt die Frage, ob nachmittags oder abends. Manche waren zum Beispiel selbst 19, 20 Uhr nicht zu Hause, konnten dann immer erst später einschalten, haben somit DSO verpasst. Und da gibt es natürlich noch viel Klärungsbedarf. Wie soll das Programm gestrickt sein? Soll DSO immer als erstes kommen? Wir hatten jetzt 105 Streams, glaube ich. Und immer war DSO als erstes, außer bei einem Stream. Und das kann man natürlich mal auflockern. Da brauche ich aber eure Kommentare, da brauche ich eure Umfragenergebnisse. Also ich erhoffe mir natürlich eine rege Teilnahme an diesen vier Umfragen und freue mich auch über jedes Kommentar, jeden Like und natürlich jedes ausgesprochene Abo. Und damit verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Haut rein, euer Zardas.